hoch, verdammt nochmal! Ah, lass dich doch einfach fallen, Junge. Einer ist erledigt. Zwanzig Sekunden für den letzten. Boom! Alle drei. Bisschen älter geworden, hä? Was ist los? Sherlock Holmes. Otto Berg in seinen Büros treffen. Nein! Ich konntet ihr nur, ihr Schweine! Was haben wir noch hier? Oh nein! Das kann ich nicht mehr ansehen. Gab es nicht auch irgendwie Computer, die ich hacken soll oder sowas? Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet hier zu stehen. Ich hab dich nicht danach gefragt. Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Es gibt noch einen Server, bei dem Sie an Shays nächste Erinnerung kommen. Mach sie mal. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Ich schau mal. Ja, darf ich jetzt? Danke. War hier nicht irgendwie so ein Stromausfall, deswegen sind alle abgehauen? Willst du mich jetzt stressen oder was, Lady? Ich glaube, es hackt langsam. Komme ich da nicht rein? Ich will einen Computer hacken. Den Computer kann ich nicht hacken. Boah, stress nicht, Vibe, ey. Ich hab's ja schon verstanden, dass ich zum Aufzug soll. So ein scheiß Pfeil zeigt nicht umsonst eine. Was, Brokkoli? Der hat metallische Farben. Mann, komm du doch zu mir. Ist das meine? Nee. So, pass mal auf. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, das war einfach. Kern repariert. Gut. Der
Strohkopf ist in der nächsten Animus-Sitzung und ich habe meine Koffeindosis. Alles okay mit der Welt. Gut. Das ist nicht gerade Ihre Mission, stimmt's, Bob? Jede Mission ist auf Ihre Art wichtig. Dennoch, ich wette, Sie wären lieber mit Ihrem Team da draußen, um Sean Hastings zu jagen. Sie denn nicht? Na klar, ich will einen Logenplatz für die Show. Irgendwas von Sorkin? Er soll mich updaten in 43 Minuten. Gut. Darf ich Sie was fragen? Aber ja. Wie ist es in einem Animus? Ich habe das Anime-Trainingsprogramm durchlaufen. Es war ähnlich wie die Übung bei den Uchiyaga. Sie haben nie einen normalen Animus benutzt, um Ihre eigene Geschichte zu erleben? Nur einmal. Wirklich? Wer waren Sie? Ich war ein junger Mann. Beim Wikinger-Überfall auf Lindisfarne. 793, Nordostküste Englands. Schauen, Geschichte. Ja. Und, wie war's? Es war Sommer. Gutes Segelwetter. Das Kloster war ein Zentrum religiöser Studien. Wir sind dort eingefallen wie eine Flutwelle. Und? Und? Wir plünderten und brandschatzten. Wir hielten uns für Dämonen. Die Details der Erinnerung waren so lebhaft. Ich verfiel in einen Blutrausch. Ich besiegte einen Sachsen, einen großen Krieger. Ich wollte ihn nicht töten. Und lud ihn in unseren Clan ein. Oh, nordische Adoptionsrituale. Die Chance, mit den Wikingern die Welt zu umsegeln? Ja, eine Chance, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist. Was war dann? Er weinte. Dann schrie er, dass Gott sein Volk verlassen habe. Und dass nichts als Chaos bleibe. Tat mir so leid. Ich tötete ihn, ohne nachzudenken. Wenn wir hier fertig sind, müssen wir den Strohkopf auch töten? Wir werden sehen. Oha! Okay, interessant. So, weiter geht's. Ja, scheiße. Okay, immerhin haben wir jetzt mal 3 von 20 Computer repariert. So, dann lass uns jetzt mal zu dieser komischen Tante gehen. Müssen wir den Strohkopf auch töten? Wir werden sehen. Sie sind mir wärmstens empfohlen worden und ich finde es ganz toll, Sie in unserem Studio zu haben. Ich möchte Sie auf ein besonderes Projekt von mir ansetzen. Ihr Thema heißt Arno Dorian. Seine Geschichte spielt sich während der Französischen Revolution ab. Ich möchte, dass Sie so viel wie möglich über sein Leben herausfinden. Das Ziel besteht darin, den hohen Tieren von Abstergo nächstes Jahr einen Blockbuster zu präsentieren. Daher ist das Projekt naturgemäß super geheim. Ihr direkter Supervisor wird Aiden St. Clair in Kopie sein. Sie dürfen das Projekt nur mit Aiden oder ihm, mir selbst diskutieren. Da Sie wahrscheinlich ein paar Überstunden in Ihren Animus abreißen werden, habe ich eine wöchentliche Pflichtsitzung bei unserer Psychiaterin Dr. Bibio in Kopie angeordnet, damit Sie nicht unter den Bleeding-Effekten zu leiden haben. Willkommen bei Abstergo Entertainment. Lassen Sie mich nicht hängen. Smiley. Gucken wir mal. Ich hatte keine Lust mehr auf Melanie's Reparaturclub zu warten. Also habe ich das Ding repariert, um sie in die Lobby zu bringen. Okay, cool. Ich repariere den Animus, während sie unten sind. Ich habe den nächsten Server auf ihrer Karte markiert. Abmarsch. Den Server im Foyer reparieren. Okay, machen wir doch. Hui! Ich vergaß, dass der Server eine Level 1 Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level 1 Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Cool. Klasse, jetzt können Sie in den Serverraum. Soweit? Ja, Mann, erst hören Sie auf zu labern, dann fangen Sie wieder an zu labern. Ich finde es falsch, den Fokus auf seinen
zerrüttetes Familienleben zu richten. Ich habe dein Skript entsprechend verändert und schlage vor, etwas in dieser Art anzustreben. Rodrigo Borgias bestreben eine Reformation der internationalen Exzesse und der Korruption innerhalb der katholischen Kirche von ihrem höchsten Amt aus, dem Papsttum. Erleben Sie aus erster Hand seinen Aufstieg, seine Reform und seinen überraschenden Tod. Aber das Programm in sich ist spitze. Tolle Arbeit. Grüße dein Team von mir. Smiley. ML. Ja, was auch immer. Jetzt irgendwelche Computer, die ich reparieren muss. Hä? Wieso kann ich denn jetzt gerade B drücken? Ist das von den Typen hier? Will ich den Typen hacken? Schnauze, Schlampe, Schnauze! Dafür war es an der Uni, genau. Noch was. Soll ich runterkommen und Ihre Hand halten? Ja, mach das. Ich kann meine Hand ja irgendwo bei Ihnen reinschieben. Ich dachte, der Trend würde abflauen, aber Historienschinken im fetten Budget sind immer noch angesagt. Ich glaube, Abstergo Entertainment sollte allen mal zeigen, wie man es richtig macht. Ich habe mal einen Blick in die DDS-Dateien geworfen und dabei ist der Name Kyros von Zarax aufgetaucht. Er war ein berühmter Athlet, hat aber auch bei Pythagoras studiert. Wir haben es also mit einem gebildeten Muskelpaket zu tun. Ich frage mich, was das mir alles bringt. So, wo geht's denn hier hin? Und jetzt? Nein. Jetzt? Nein. Scheiße. Warum funktioniert das nicht? Gute Frage. Ich gehe mal weiter. Ich will den nächsten Block von Chase-Erinnerung sehen. Zum Server. Wie kannst du das sagen, wenn ich das nicht so weiß? Ja. Die Frauen, die hat ihre Tage anscheinend. Weißt du, es würde wenigstens was bringen, wenn du dich irgendwo festhalten würdest gerade, was du ansatzweise nicht tust gerade mit der Hand. Des Weiteren würde es wahrscheinlich mehr bringen, wenn du nicht nur die ganze Zeit den Bildschirm versuchen würdest zu streicheln, sondern vielleicht mal hinter den Kulissen gehen würdest. Ich muss deren Arbeit auch noch machen. Unmöglich. Das ist wohl wahr. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ach, wirklich? Halleluja! Boah, hätte ich jetzt nicht herausgefunden, dass ich drin bin. God damn it. Wow, das war so schwierig. So einfach einen Kern zu reparieren. Alle Punkte bereit. Dann los. Los, los, los. Wer sind Sie? Fasst Sie nicht an. Himmel, Herrgott, fände ich Sie. Du, gib mir das Kind. Elena, ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie?
Ich bin Warren Vivek. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elenas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hatte das für Auswirkungen auf Sie? Herr Kehle! Ich habe ein Angebot für Sie. Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen. Was ist das? Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier, nimm eine kleine. Eine Arznei. Stopp! Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt Sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Raus damit. Der da. Er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentlemen, befreit Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang.